Ein gesundes und leistungsfähiges Tier ist der Traum jedes Pferdehalters. Leider kann dieser Traum schnell zerplatzen. Schäden am Bewegungsapparat, chronischer Husten oder Allergien machen vielen Sportpferden zu schaffen. Erhebliche finanzielle und emotionale Belastungen für den Pferdehalter sind die Folge. Für viele Tiere bedeutet es das frühzeitige Ende ihrer sportlichen Karriere. Prana-Heilung eröffnet in der Tiermedizin neue Wege und Heilungschancen. Sie ist für jeden leicht erlernbar. Sie ist eine einfache, sehr effektive energetische Methode zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Tiere blockieren nicht und nehmen die Heilung schnell an, sagt die Tierheilerin Heike Kurz. Die Prana-Heilung ist so fantastisch, die kann man immer anwenden. Man kann sie zusammen mit der Schulmedizin anwenden, aber auch ganz alleine als eigene Therapieform. Zu mir kommen sehr viel austherapierte Tiere, die schulmedizinisch keine Heilung oder Hilfe haben. Es sind sehr viel Bewegungsapparatprobleme mit Wirbelsäule, mit Arthrose, Arthritis. So diese ganze Spannbreite, sehr viel chronischen Husten, auch Allergien, wo man mit der Prana-Heilung super helfen kann. Pucki ist ein 1A-Turnierpferd. Die Halterin hat große Erwartungen in das Pferd gesetzt. Doch 6 Wochen nach dem Kauf lahmt das Pferd. Teilruptur und Fesselträgerentzündung. Ausmusterung als Turnierpferd, sagt der Tierarzt. Das bedeutet einen riesigen Schlag ins Genick. Die ganze Turnierkarriere von der Katja war damit am Ende. Wir konnten eigentlich aufhören mit dem Sport. Wir haben wirklich so viel Geld noch nie für ein Pferd ausgegeben, wie wir für das Pferd ausgegeben haben. Fesselträgerentzündung gilt unter Pferdehaltern als Schreckgespenst. Sie kann dauerhafte Lahmheit auslösen. Der Heilungsverlauf ist beim Sehnengewebe langwierig. Bei chronischen Fällen ist Heilung oft nicht möglich. Der Einsatz als Sportpferd ist dann vorbei. Die Tierärztin Dr. Maria Reinhardt erläutert die Ultraschallbilder von Pucki vor der Prana-Anwendung. Auf dem Ultraschallbild sieht man hier, dass eine Teilruptur beim Fesselträger stattgefunden hat. Der Gelenkspalt ist sehr weit. Hier ist eine Teilruptur vom Fesselträger. Das Gewebe insgesamt ist hier sehr ungleichmäßig. Da haben wir dann angefangen mit der Prana-Behandlung. Im Grunde genommen den Bewegungsapparat entspannt. Die Blockaden gelöst, von oben runter, die Beinstellung wurde korrigiert. Das Überbein hat sich automatisch aufgelöst, weil die Überbelastung nicht mehr da war. Und der Fesselträger wurde natürlich noch mitbehandelt. Und 5 Monate später, am 8. September, ist hier der Gelenkspalt wieder konkurrent. Die aufgelockerten Gewebeteile sind hier wieder mit gesundem Gewebe angefüllt. Das Pferd nimmt die Prana-Anwendung hervorragend an. Einfach, weil es spürt, es tut ihm gut. Das setzt seine Selbstheilungskräfte in Gang. Also wir haben danach, nach 6 oder 7 Wochen, haben wir angerufen und haben gesagt, wir möchten nochmal einen Ultraschall machen, weil wir möchten gerne das Pferd auftrainieren. Und da war er dann völlig sprachlos und ist auch der Chef selber gekommen zum Ultraschall machen und war dann also völlig von den Socken. Und er hat wirklich gesagt, das hätte man super gemacht, super hingekriegt. Das Pferd ist dann nach, ich glaube, 2, 3 Wochen ist es schon die erste Dressurprüfung gelaufen, nach 4, 5 Wochen das erste Springen und ein paar Wochen später die Vielseitigkeit. Es wäre höchstmöglich noch als Freizeitpferd mehr oder weniger durchgegangen oder zum auf die Koppel stellen. Und so haben wir ein tolles Sportpferd wieder gekriegt. Und keinen 14-Jährigen, weil er ist wirklich verjüngt. Also er ist fit wie ein 8-Jähriger. Das ist
Unglaublich. Niemand hätte geglaubt, dass dieses Pferd noch einmal in den Turniersport zurückkehrt. Die Übertragung von Prana-Energie von einem Lebewesen auf ein anderes ist ganz offensichtlich möglich und sehr erfolgreich. Prana-Heilung unterstützt auch Tierheilpraktiker und Tierärzte. Ich selbst in meiner Praxis behandle bevorzugt Freizeitpferde, Hunde und Katzen, ein paar Vögel, ein bisschen Heimtiere. Im Prinzip kann man es bei allen Tieren anwenden. Tierbesitzer möchten häufig eine natürlich alternative Behandlung, wie sie es auch für ihre Familie gern haben. Die Prana-Heilung kann man ganz leicht in Kursen selbst erlernen, so wie hier bei Heike Kurz. Viele Prana-Schüler sind begeistert vom Behandlungsergebnis bei ihren Tieren. Vor allem, wenn es dann halt am Wochenende ist und man muss dann in die Klinik fahren, weil keiner erreichbar ist und sie können selber was probieren. Das spart dem Halter Geld und macht Freude, wenn man dem Tier selbst helfen kann. Die Tierhalter sind glücklich, weil sie ihr Tier und ihren besten Freund unterstützen, gesund und leistungsfähig zu bleiben.